und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute ist bei mir Sonntag und ich dachte mir, ich nehme euch mal wieder mit so ein bisschen durch mein Wochenende bzw. durch einen typischen Sonntag. Heute ist allerdings auch echt schlechtes Wetter. Das heißt, ich muss mir ein paar Alternativen überlegen und wir können nicht so ein großes Wochenendprogramm machen, weil sonst nehme ich mir am Wochenende immer auch viel Zeit für die Hunde und wir gehen gerne auch mal ein bisschen wandern und so. Aber das ist heute eher nicht so angebracht, deswegen muss ich schauen, dass ich ein bisschen drin was mit denen machen kann und zeige euch das aber auf jeden Fall auch. Jetzt gibt es auf jeden Fall erstmal Frühstück. Ich habe mir heute wieder ein Porridge gemacht, habe ich euch ja gerade schon gezeigt. Manchmal mache ich mir am Wochenende auch Pancakes gerne, vor allem sonntags oder halt so ein Brunch oder so. Aber da habe ich heute irgendwie nicht so Bock drauf gehabt und ich hatte auch keine Milch mehr da. Jetzt erstmal ein bisschen an die Arbeit. Ich habe heute noch ein paar Sachen zu erledigen. Ich glaube, so 3-4 Stunden habe ich noch offen, weil ich jetzt die Woche nicht so viel geschafft habe. Und ja, ich muss auch noch ein paar wichtige Sachen machen. Wir haben am Dienstag wieder Quartalsmeeting. Und dafür muss ich noch das Reporting fertig machen und dann eventuell auch was backen. Allerdings habe ich, glaube ich, die Zutaten nicht alle da. Deswegen verschiebe ich das vielleicht auf nächste Woche. Eine kleine Mittagspause. Ich habe jetzt 2,5 Stunden gearbeitet und bin jetzt auch mit dem ganzen... Josie hat einen Vogel vor dem Fenster gesehen und check auch. Ich bin mit dem ganzen Zahlen- und Reporting-Zeug jetzt durch und habe dann heute Abend noch ein paar kreative Aufgaben offen und wollte mich jetzt aber erstmal ein bisschen mit den Hunden beschäftigen. Ich habe nämlich so ein paar coole Intelligenz- bzw. Beschäftigungsspielzeuge, die ich auch immer gerne nutze, wenn ich halt einfach nicht so viel Zeit habe, Gassi zu gehen oder wenn halt wie heute einfach schlechtes Wetter ist. Wobei gerade auch wieder die Sonne rausgekommen ist, also ich weiß auch nicht, was das heute für ein Wetter ist. Guck mal. Sitz. Sitz. Los, Feini. Er hat es jetzt schon ein paar Mal geübt in den letzten Tagen. Deswegen hat er mittlerweile den Dreh raus. Ich glaube, am Anfang hat er 5 Minuten oder so gebraucht, bis er das verstanden hat, dass er da mit der Schnauze das öffnen muss. Auch noch ein Favorit hier bei uns, habe ich jetzt euch auch schon öfter mal gezeigt, ist hier dieser Schnüffelball. Das ist quasi vom Prinzip her wie ein Schnüffelteppich, nur dass die Hunde das quasi auch rollen können und dadurch nochmal ein bisschen Interaktivität reinkommt. Checko? Nein! Und ja, den finden sie beide richtig super, vor allem Josie, weil die auch sehr, sehr viel mit der Nase immer arbeitet. Da ist jetzt mein schnelles Mittagessen geworden. Ich habe einfach ein paar Reste aus dem Kühlschrank in so einen Wrap und den dann kurz in den Sandwich-Griller. Ich finde, damit schmeckt es immer echt ein bisschen besser als im Toaster. Deswegen, wenn ich Lust habe, den dann noch sauber zu machen, dann mache ich das immer lieber in den Sandwich-Griller. Ich schaue übrigens gerade eine neue Serie, die heißt The Night Agent. Habe ich aber gestern erst angefangen, deswegen kann ich die noch nicht beurteilen. Und ich glaube auch, die ist gerade neu auf Netflix gekommen. Und der Jack ist übrigens immer noch mit seinem Schnüffelball beschäftigt. Ich weiß auch nicht, was er da noch sucht, weil da ist eigentlich gar nichts mehr drin. Wir sind zurück vom Gassi. Jack sieht wieder aus wie Sau. Aber wir sind trocken geblieben, immerhin. Hat nicht angefangen zu regnen, es hat nur ein bisschen getropft zwischendurch. Aber tschüss, ich jetzt heute. Der Jack muss erstmal jetzt in die Dusche auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben jetzt auch echt voll Glück gehabt mit dem Wetter, weil es hat jetzt mega angefangen zu schütten und es gewittert auch ein bisschen seit einer halben Stunde. Also ich glaube, das wird heute nicht mehr besser. Und ich bin froh, dass die Hunde sich jetzt noch ein bisschen austoben konnten. Ich werde jetzt für die Hunde noch ein kleines Schnüffelspiel machen und zwar was ganz Einfaches, was man so DIY zu Hause machen kann. Ihr braucht dafür eigentlich nur einen Karton und irgendwas zum Knüllen, also was halt auch kaputt gemacht werden kann. Ich habe jetzt leider nicht mehr so viel da von diesem Knüllzeug, aber das sollte jetzt auf jeden Fall mal ausreichen. Mein Kameraakku ist gerade leer gegangen, deswegen muss ich jetzt kurz an meinem Handy weiterfilmen. Aber ich zeige euch das nochmal kurz. Also ihr braucht einfach dann noch ein paar Leckerlis. Ich habe jetzt hier eben welche von Belfort. Und dann könnt ihr die da einfach reinwerfen. Vielleicht nur ein bisschen
besser verbuddeln. Und ja, dann ist es eigentlich vom Prinzip her sehr ähnlich wie der Schnüffelball oder Schnüffelteppich. Den Hunden habe ich jetzt gerade noch Abendessen gemacht. Ich mache mir jetzt auch noch was zu essen. Und zwar gibt es heute hier Kartoffelwedges. Ich habe nämlich noch ein bisschen Kartoffeln übrig. Und dazu ein Burger. Das ist heute echt so ein bisschen Resteverwertung, weil den Burger, den muss ich auch aufbrauchen. Der war noch im Gefrierschrank. Und ich glaube, den habe ich im Januar oder so schon eingefroren. Ich bin mittlerweile auch echt viel mehr Fan von diesen selbstgemachten Pommes bzw. Wedges als wie von denen, die man so tiefkühl kaufen kann. Ich weiß auch nicht wieso, weil es ist eigentlich jetzt kein grundlegender Unterschied, aber die schmecken mir irgendwie besser, wenn man die selbst macht. Sind fertig. Den Burger habe ich gerade eben schon gegessen, weil den hatte ich schon ein bisschen früher fertig. Ich schaue jetzt noch die Serie weiter von heute Mittag und kuschel noch ein bisschen mit den Hunden. Jack möchte gerade auch lieber spielen und dann gehe ich noch schnell duschen und dann auch ins Bett. Ich hoffe, es hat euch gefallen, uns mal durch so einen ganz entspannten Sonntag zu begleiten. Also es ist nicht immer so entspannt. Manchmal habe ich auch wirklich relativ viel für die Uni zu tun oder bin unterwegs. Aber heute war wirklich mal so ein ganz entspannter Tag. Es war ja auch super schlechtes Wetter. Dann würde ich mich freuen, wenn wir uns ganz bald beim nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin, tschüss!